zusammen. Wir fahren heute zu Superfly. Ja, wir fahren auf jeden Fall heute dahin und wenn ihr uns zuschauen wollt, dann bleibt dran. Ja, wir fahren auf jeden Fall zu Superfly und haben gedacht, wir nehmen euch mit, falls ihr nicht wisst, was das ist. Es ist eine Trampolinhalle in Dortmund. Wir freuen uns richtig drauf. Julieta war schon einmal da. Julieta, war es gut? Ja, das ist gut. Julieta war mit ihrer Freundin da, also mit der Familie der Freundin. Und ja, es hat ihr richtig Spaß gemacht. Und jetzt haben wir gedacht, wir probieren das auch mal aus. Vladi hat im Moment Urlaub. Und klar, dann machen wir auf jeden Fall was Schönes mit den Kindern. Wir haben jetzt übrigens schon fast 4:30, also es ist nicht mehr so früh. Aber wir fahren auch nur für eine Stunde hin, also es ist richtig teuer. Vladi hat das heute ausgerechnet für eine vierköpfige Familie, weil den Luis haben wir heute nicht mitgenommen, der ist ja zu klein für sowas. Müsste man 100 Euro, genau 100 Euro bezahlen, oder? Ja, knapp 100, ja. Also das ist ja wirklich richtig heftig. Deswegen haben wir gedacht, nee, 2 Stunden bleiben wir dann nicht da, weil 100 Euro, das ist doch wirklich zu viel. Bleiben wir 1 Stunde da, ist auch nicht günstig, aber das machen wir jetzt auch nicht jede Woche oder so. Deswegen ja, freuen wir uns richtig drauf und ich denke, dass wir wirklich viel Spaß haben werden. Es schneit wie verrückt. Ich zeige euch gleich, wie die Straße aussieht. Wir fahren nicht, wir schwimmen, habe ich das Gefühl. Wie auf dem Wasser im Boot. Wackeln hin und her. Wir hoffen, dass wir gut ankommen. Müssen wir auf jeden Fall langsam fahren. Kinder sind startbereit. David, alles gut? Ja. Wir haben hier vor, ich weiß nicht, vor 1-2 Jahren eine richtige Überschwemmung gehabt. Und die Straße, die wir jetzt entlang fahren, die war richtig voll mit Wasser. Und ja, unsere Reifen waren so gut wie komplett im Wasser. Also das war echt nicht ganz so lustig. Aber wir wohnen hier in den Bergen und das Wasser fließt runter, ne? Fließt ab. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich schon ein bisschen Schiss habe, bei diesem Wetter zu fahren. Man sieht eigentlich nicht so gut. Ich muss sagen, in der Kamera sieht das Ganze viel heller aus als in echt. Also die Kamera ist wirklich super, Schatz. Weil schärfer als die Realität. Genau, schärfer als die Realität. Aber ich hoffe, da ist ein Weather Optimizer drin verbaut. Die sehen auch übrigens durch die Kamera alle viel schöner aus. Wundert euch nicht, falls ihr uns in echt seht, dass wir dann ganz anders aussehen. Also die Kamera macht uns viel, viel schöner, als wir wirklich sind. Mein Schatz, ich habe nur Spaß gemacht, ja, Julie. Aber Julieta sieht sowieso immer schön aus. Und David auch. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ganz bescheiden, unsere Kinder. Leute, denkt dran, dass auf meinem Kanal noch eine Verlosung läuft. Und zwar in meinem letzten Video haben wir mit Vladi euch ein Produkt vorgestellt. Ist auf jeden Fall ein sehr nützliches Produkt, wie wir festgestellt haben. Schaut euch auf jeden Fall an, was das ist. Und macht gerne bei der Verlosung mit, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch gerne bei Instagram bei der Verlosung mitmachen, falls ihr auf Instagram irgendwie angemeldet seid und aktiv seid. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Da gibt es jeden Tag neue Bilder, Instagram-Stories und was weiß ich nicht alles. Manchmal denke ich, dass ich sogar die Leute viel zu sehr damit nerve. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Macht auf jeden Fall gerne bei der Verlosung mit. Ich würde mich freuen. Wir sind da! Endlich. Wie dunkel es ist und wie ihr sehen könnt, schneit es in Dortmund nicht. Wir sind jetzt da. Es ist ziemlich voll und der Lärmpegel ist natürlich auch nicht so, ja, ganz leise. Ne? Es ist ganz schön laut hier, aber es ist normal.
Wir mussten uns vorne auch anmelden, wir mussten unsere E-Mail-Adresse, den Namen, alles eingeben. Dann haben wir so Bändchen bekommen, und zwar diese hier. Mit diesen Bändchen können wir, glaube ich, die Schränke bedienen, oder nicht? Ja, also kann man hier diese Schränke mit diesen Bändchen auf jeden Fall irgendwie bedienen. Und man braucht immer Stoppersocken. Wenn man keine dabei hat, dann muss man extra zahlen. Also falls ihr irgendwann mal hier hinkommt. Auf jeden Fall, ja, würde ich die Stoppersocken lieber mitnehmen. Wir haben so viel Zeug, jetzt packen wir alles in die Schränke rein. Und wir müssen bis 18 Uhr bleiben. Man kann auch vorreservieren. Das Problem ist, wir haben mehrmals angerufen und es ist keiner dran gegangen. Es ist voll. Es ist auf jeden Fall voll, aber sehr lange müssen wir nicht warten. Jetzt habe ich meinen Pullover ausgezogen. Ich glaube, es wird uns gleich ziemlich heiß werden. Ich bin wirklich gespannt, ob ich mich überhaupt traue, dazu rumzuspringen, aber ich denke schon. Nee, war schön. Mama, das ist voll cool. Ja, freust du dich dran? Ja. Das ist immer so cool. Guck da hinten, wo die. Ja, du kannst es gleich alles zeigen. Du warst ja schon mal hier. Ja. Greta ist schon ein Profi. Sie weiß schon Bescheid, wie der Hase läuft, ne? Ja, und welchen Weg? Ich bin gespannt, gleich hat sie dich am Springen zu sehen. Ja, ich bin auch gespannt. Das Springen ist nur mit speziellen Anti-Rutsch-Socken erlaubt. Superfly-Socken sind an der Kasse erhältlich. Beim Springen immer in der Mitte der Trampolinfläche bleiben.
sind jetzt fertig. Es hat super Spaß gemacht. Wenn ich eine Note geben müsste, dann wäre das eine sehr gute 3. Die Halle ist mir etwas zu klein, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß. Nur wenn wir das nächste Mal hier sind, dann lassen wir die Kinder springen. Es ist schon wirklich sehr anstrengend. Einmal muss man das erlebt haben, aber ich muss es jetzt nicht jedes Mal haben. Wir haben gesagt zu den Kindern, einmal werden wir mitspringen und ich wollte es unbedingt ausprobieren. Hat auf jeden Fall wirklich sehr viel Spaß gemacht. Beim nächsten Mal lassen wir die Kinder springen, weil es schon ein bisschen teuer ist und dafür lohnt es sich nicht, weil wir gehen dann halt nicht überall mit Vladi drauf. Ja, wir sind halt Erwachsene. Für die Kinder ist das natürlich super, aber ich bin jetzt schon ziemlich kaputt. Jetzt haben wir so einen großen Hunger und wollen gleich was essen. Mal gucken was, ne? Ich filme jetzt übrigens einfach weiter mit meinem Handy, weil mein Akku ausgegangen ist. Döner macht schöner. Deswegen bin ich so hässlich, ich hasse Döner. Nein. Wir fahren auf jeden Fall jetzt erstmal was essen und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay? So, jetzt sind wir im Auto und stehen vor, na klar, McDonald's. Aber wir wollen hier nicht alle zusammen essen. David, ich sag mal so, nach dem Sport, den wir da betrieben haben, Leute, da geht es nicht anders. Nee, das geht wirklich muss man nicht anders. Sofort ausbalancieren. Wir haben zu Hause gegessen, aber nachdem man so wild rumspringt, bekommt man einfach Hunger. Und David wollte unbedingt was von McDonald's essen. Und man hat uns gesagt, dass IKEA hier direkt in der Nähe ist. Und wir haben IKEA schon gesichtet. Deswegen haben wir gedacht, wir drei, also Vadi, Giulietta und ich, wir wollen bei IKEA essen. Da kann man auch schön gemütlich sitzen. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Zum Aufzug, da geht es rein, da hinten geht man raus, deswegen waren wir da gerade falsch. Und hier können wir gleich direkt nach oben und dann kann man da essen. Klöße genommen mit Rinderrouladen, die habe ich jetzt schon auseinander zerfetzt. Was hast du genommen? Schnitzel mit Champignonsauce, aber schmeckt gut. Ja. Giulietta hat sich jetzt doch für McDonald's entschieden. Die Aussicht ist hier auch voll schön. Mhm. Weihnachten von ein paar Leuten ein bisschen Geld geschenkt bekommen und ja, jetzt haben wir was für ihn mitgenommen. Ciao! So, wir sind wieder zu Hause, wie man sieht, und wir waren ja bei IKEA und da haben wir für Luis ein paar Kleinigkeiten gekauft. Fisch. Wie ein Danke aus. Diese drei Autos hat Luis bekommen. Die packen wir jetzt aus. Luis! Drei Autos. Was ist das denn? Ein Bagger. Überall Lego. Die haben davor Lego gespielt. Lego-Mobil. Ja. Ja? Und was ist das? Ein Polizeiauto ist das, glaube ich, oder? Ja. Und was ist das? Ist das ein Feuerwehrauto? Ich glaube, das ist ein Rennauto. Ein Rennauto. Cool. Guck mal, Giulietta, hier kannst du was bauen. Mit Playmobil. Ja, danke.
Und Luis hat noch diesen Stuhl bekommen. Unter 10 Euro haben wir für diesen Stuhl bezahlt. Total süß. Nee, geht da was nicht? Was geht nicht, mein Schatz? Polizeiauto geht nicht? Okay. Aber es fährt doch. Oder was meinst du, was geht nicht, Luis? Geht doch. Ja, geht doch, ne? Alles ja. Gut. Alles gut. Oh, ein Bagger. Und ein Rennauto. Ein Rennauto. Supi. Und wir haben noch eine Sache für Luis gekauft. Soll ich dir zeigen? Ja. Guck mal, Luis, weißt du, was das ist? Das sind Fingerpuppen. Ja, Finger. Okay. Gib mir deinen Finger. Gib mir, mach mal so den Finger. Tada. Guck mal. Hallo. Nein, nein. Deins? Soll ich dir noch auf einen Finger dran machen? Jetzt kannst du spielen. Guck mal, der Hund sagt, hallo, ich bin ein Hund. Hallo, ich bin ein Elefant. Oh, Baby, ein. Oh, Baby. Und ich bin ein Löwe. Weg, Uwe. Soll ich weggehen? Ja. Okay, ich gehe weg. Wer ist das, Luis? Ein Frosch. Ein Frosch. Und das? Ein Papa? Papaya. Papagei. Papaya. Papagei. Ja, und Papagei. Das? Ein Maus. Eine Maus. Und das? Eine Hase. Ein Hase. Und das? Ein Esel. Nee, ist kein Esel, aber sieht so ein bisschen aus, ne? Das ist ein Hirsch. Das darf müssen wir ich? Noch abschneiden. Ist ein bisschen zu lang, ne? Und das? Ja. Das ist ein Hai. Schwimmt im Wasser, ja? Ja. Weg! Weg. Und was ist das? Ein Schildkröte, ja? Ja, Mama. So viele Tiere, das ist richtig toll. Wir machen mit ihm oft so Fingerspiele. Also so spielen wir mit den Fingern. Hallo, wie geht's? Und dann macht er das auch so. Und deswegen fand ich die Idee richtig super, diese Fingerpuppen zu kaufen. Werden wir auf jeden Fall mit Louis spielen. Hallo, ich bin ein Frosch. Und ganz weich. Ganz weich, ja. Und dann kannst du jetzt erstmal mit dem Auto spielen. Sonst bist du überfordert. Und Mama sammelt hier Playmobil ein und dann hast du hier Platz zum Spielen. Ein paar Minütchen kannst du noch spielen und danach geht's ab ins Bettchen, okay? Nein, nein! Bitte. Nein, Mama. Doch, Baby, noch müde. Du bist noch müde? Ja, wenn man müde ist, muss man schlafen gehen. Nein, schlafen gehen. Na gut, spielen wir jetzt noch ein bisschen. Mama räumt das jetzt alles weg. Guck mal. Komm, ich schmeiße ein Playmobil rein. Irgendwie ist die Lehne so ein bisschen wackelig, aber ich glaube, die muss so sein, oder? Ich habe den Stuhl extra in weiß genommen, weil weiß passt eigentlich zu allem, aber es gab noch gelbe, orangene, blaue und rosane Stühle. Aber weiß ist so neutral. Sieht ja, aber auch sehr süß aus und super leicht. Und im nein, Mama, Badezimmer. Mein Danke. Ja, bitte, mein Danke. Im Badezimmer haben wir auch keinen Hocker oder so, wo ich ihn draufstellen kann beim Zähneputzen. Und ja, den können wir zwischendurch benutzen. Also ich bin dann immer dabei, wenn er hier draufsteht. Er wird nicht alleine da draufstehen. Ich werde auf jeden Fall immer aufpassen. Ja, Luis? So, jetzt räume ich weiter auf. Das tun wir gleich weg. Playmobil kommt rein. Komm, schmeiß mal aus. Guck mal, das Auto kann Playmobil fahren. Mama. Oh. Guck, Mama, ganz gut. Wow. Hast du das alleine gerade gemacht? Ja. Boah. Super. Das ist ein cooler Bagger, aber da kann man auch so hoch machen, ja?
Ja. Richtig super. Oh, Luis, du bist so stark. Was hat die Oma zu essen gegeben, Luis? Was hast du bei Oma gegessen? Joghurt. Joghurt? Ja, Joghurt. Boah, dann wird man so stark wie du. Ja. Wow. Ich würde mal sagen, wir lassen die Kinder jetzt noch ein bisschen spielen. Vladi ist schon am Chillen. Und dann werde ich dieses Video, denke ich mal, bearbeiten. Und dann gehen wir ins Bettchen. Also es wird nichts Besonderes passieren. Denkt nochmal an die Verlosung. Macht gerne mit. Und ich denke, ich werde die Gewinnerin oder den Gewinner am Mittwoch bekannt geben. In meinem nächsten Vlog. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Luis, müsst auch Tschüss sagen? Tschüss. Bis in den Tag. Du wünschst den Zuschauern einen schönen Tag? Ja, Leute. Das war aber lieb. Ja, Leute. Ja. Yeah, I need it. Don't you need it too? 'Cause I got you, and you got me too.